Willkommen zurück zu einer neuen Folge von dieser Drakensang. Du haben Shamanin gefunden und bestraft? Ja, sie ist tot. Komm mit zum Ork, dann bekommst du auch deine Belohnung. Ich begleite dich. Oh, schön. Aber auch werden reich belohnt, bekommen alte Brötchen und rostige Nägel. Oh, Freude. Sehr schön, dann packen wir dich mal rüber. Ah, der gewisse, okay. Welche lesende Begleitung, dieser Rotpelz. Lasst uns schnell das Kerlchen wieder loswerden. Es riecht streng. Schade, wir können nicht in sein Inventar gehen. Dann komm mal mit, mein Kleiner. Auch direkt mal unten rum. Achso, haben wir dir eigentlich schon die neue Dings angezogen? Die haben wir noch nicht, tatsächlich. Na, und Dings ist da. Ah, du haben wir jetzt halt zurückgelassen. No. Aber das passt ja auch hier zum... den Gegebenheiten. Ich denke, Bokuado wird so ein bisschen frieren. Dies hier ist auch wieder kein Schnellreisepunkt. So, wahrscheinlich passiert auf dem Rückweg noch was, ne? Oder? Tut's nicht. In Ordnung. Hätte es ja doch einen Schnellreisepunkt geben können. Agua. Ha. Du hast räudigen wieder Rotpelz mit. Genau, der hier ist es. Du lügst doch! Ich zu dir helfen und die anderen Goblins verraten. Bitte nicht knack machen mit mir. Oh. Kamtau Shanta Zuok, du Lügner. Du willst geben mir eigenen Vogellock. Eisenschmeck. Ich hab jetzt mögen, so wenig wie ich. Oh, ich diesmal war der Vogellock. Oh, welche Ehre. Goblin auch wissen, wo Fluchtgoblins sind. Orkboss geben alte Brötchen. Rakata, Schnauze halten, Rotwicht. Los, Marsch. Machen Knack, damit andere nicht merken, du Vogellock. Gut, wie bekommen wir die Sache geregelt? Ja, ja. Du mir geben 5 Goldstück und ich vergessen Sache. Dann du meinetwegen gehen zu Schmeckeisen mit mein Erlaubnis. Los! Schnell entscheiden! Ja, hier sind die 5 Goldstücke. Guata! Geh zu Eisenschmeck. Er dir wird zuhören jetzt. Ab nun zu Tar und Eisenschmeck vielleicht dich irgendwann mal mögen. Wieder Rotpelz. Eins blöder. So, ich glaube, wir müssen dann doch mal. Du hast ja auch Punkte. Komm, wir machen mal ein bisschen hier. Menschenkenntnis kann ja noch hoch. Das geht ja ganz gut. Überreden hätte ich dann tatsächlich noch gerne etwas mehr. So, na gut, fast wieder 1000 gekostet. Lass mal auf 10 haben was Gerades. Okay. Wir können tatsächlich auch. Ja. So. Dupdi dupdi du.
dann behalte ich auch noch ein bisschen was dazu. Ja. Du hast ja Konstitution schon plus. Dann gibt man noch einen auf Körperkraft. Du hast ja extrem. Na gut, die haben wir auch länger nicht mitgehabt. Das kriegen wir auf 20. Cool. Die Hiebwaffen. Ich glaube, den Rest möchte ich ja auch nicht steigern erstmal. Allerdings geht da noch ein bisschen mehr auf Attacke. Du hast ja noch den Schild. So. Dann kann da mal noch ein bisschen was drauf. Ach, das müssen wir halt dann kaufen. Das Bärchen kann noch hoch. Na komm, Körpergriff machen wir auch noch hoch. Und das war's bei dir erstmal. Gut. Aber doch noch ein bisschen was ausgeben hier an. Eins an blöder. Punkten. Ich? Ja, du noch mehr blöd als Rabauk sein. Na, ich weiß ja nicht, Rabauk. Ich weiß ja nicht. Gut, dann können wir jetzt mal endlich mit dem Captain hier reden. Captain, oh Captain. So. Willst du mich wirklich bei meinen Geschäften stören? Zuda sagt, du wirst mir zuhören. Sagt er das? Glaubst du, ich helfe dir, weil du den Drecksort glücklich gemacht hast? Das ist eine wichtige Angelegenheit für mich. Ich suche eine Frau. Du suchst eine Frau. Und ich bin weder eine Vermisstenauskunft noch ein Witwenfreund. Wie meinst du das? Wie meine ich das? Meine Stimme bekommst du nicht für eine persönliche Gefälligkeit. Bei mir geht es um mehr. Es geht um die Frage, bist du vertrauenswürdig? Wie willst du das herausfinden? Bring dieses Schreiben hier zu einem Freund, der mir von einem Raubzug noch den Anteil schuldig ist. Händige ihm den Brief mit meinen Anweisungen ungeöffnet aus. Das ist alles? Der Mann heißt Zinkenberwin. Sein Hof liegt östlich von hier im Wald. Und wenn du zurückkommst, triff mich wieder hier und gib mir die Beute. Ganz leicht. Hm? Scheint so, ich komme wieder. Wollt ihr noch was, Captain? Willst du mir nicht kurz Gesellschaft leisten? Es trinkt sich in Gesellschaft besser. Leider ist die Kneipe voll. Vielleicht später. Ich bin gerade sehr beschäftigt, bitte. So, mit dir können wir leider auch nichts anfangen. Wir könnten ja mal speichern und gucken, was da drin ist. So. Dumm. Wahrscheinlich irgendwas von wegen haha verarscht. Verzeiht, Verehrter. Durch einen unglücklichen Zufall wurden die Waren, die zu eurem und auch meinem Verdruss nicht rechtzeitig per Schiff zu euch geliefert. Ich bitte dies zu entschuldigen und schicke die aufgeforderten Dinge nun auf den Landwerkweg. Okay. Also jetzt nicht so unglaublich relevant. Würde ich sagen. Pling. So. Genau, das war jetzt die vertrauliche Nachricht. Einfach den Brief zustellen. Na gut, dann müssen wir erstmal raus. Hm.
So, dann gucken wir mal. Soll man Soremann trauen? Das scheint viel zu einfach. Ob wir sicherheitshalber nachschauen, was in der Nachricht steht? Ja, haben wir ja gemacht, mehr oder weniger. Genau, das war die Taverne. Tanda. Ach so, da ist das. Wir müssen einmal hier außen rum. So, ich habe ja schon auf die Nase gehauen. Die Goblins haben wahrscheinlich Spaß. So wie es aussieht. Na, mal gucken, vielleicht gibt es hier dann auch noch ein Dings. Ein Schnellreisepunkt. Wäre auf jeden Fall praktisch. So weit ist es jetzt auch nicht. Ey, lass mich. Sprich mit meinem Kumpel hinterm Haus. Okay. Hey, ihr habt Ziegen. Hey, Ziegen. Habt euch verlaufen, was? Ich wollte nur fragen, wie es läuft. Ah, mir ist nicht nach Plauderei. Ihr schon wieder, was gibt's denn? Hier ist ein Schreiben von Captain Soremann. Hä? Was kann das wohl sein? Aha. So. Töten. Bedauere, aber Soremann ist wohl nur auf diese Weise zufriedenzustellen. Was bedauert ihr? Gib mir das Zeug und gut ist. Welches Zeug? Ihr habt mir die Nachricht überbracht, dass ich euch töten soll. Dann gibt's keinen anderen Weg. Tut mir leid, ist nichts Persönliches. Aber wenn Soremann Blut sehen will, dann will er eben Blut sehen. Er will wohl euer Blut sehen. Wir sind kampferprobte Helden. Habt ihr Einfallspinsel eigentlich keinen Augenschlag darüber nachgedacht, dass Soremann diesmal nicht uns, sondern euch loswerden will? Beim neunmal Gehörnten, nach dem ganzen Ärger, den ich mit Soremann in der letzten Zeit hatte, wäre das möglich. Oder aber, ihr seid einfach nur ein Blender. Du halbes Hemd, nennst uns Lügenbolde? Noch so ein Scherz und meine Axt lacht mit. Kommt raus, Jungs, hier gibt es Ärger. Okay. Ei. Dann buff dich mal. Da sonst ja noch keiner da ist. Einmal umhauen. Und dann einmal einen Wuchtschlag darauf, bitte. Ja. Noch einen gezielten Stich. Aha. Ja. Armer Mut. Ja. So, mal gucken, was du drauf hast. Okay. Ich hoffe, die Ziege kämpft nicht mit. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja. Hau mal den Bauer um. Du kannst tatsächlich mal mithelfen. Hier geht es aber, glaube ich, alle auf die arme Halbelfe. Nimm einen Befreiungsschlag, bitte. Okay, genau, und jetzt haben wir nicht mehr genug. Wieso ist bei dir die Ausdauer so schnell weg, sag mal? 45, 49. Was? Also ich weiß ja nicht. Gut, hau da mal weiter mit drauf, bitte. Ei. Sanyasa. Ja.
Ich glaube, das könnte jetzt auch ein bisschen knapp werden, ne? Obwohl, die machen jetzt nicht so unglaublich viel Schaden. Das ist doch schon mal ganz gut. Komm schon! Da! Ja! Da! Ja! Gut. Ei? Andererseits, du könntest aber auch tatsächlich mal hier auf den Dolch wechseln. Und vielleicht Achtung. Mit einer Finte ihn erledigen. Was? Ja. Komm, komm! Mit ihr mal wechseln. Jetzt kriegst du was ab. Na gut, ja, das ist halt ein ganz anderes Kaliber hier. Als die Typen da bei der Dresche. Der ist auch fit. Der ist nicht mehr. So, dann bringen wir es zu Ende. Die Angst vor Soremann hat sie in den Kampf getrieben. Und unser Unverständnis, die Sache unblutig zu lösen. Nein, Quan, mach mir kein schlechtes Gewissen. Sie sind für ihre Taten selbst verantwortlich. Ich habe meine Axt nicht zuerst erhoben. Das stimmt auf jeden Fall. Na, können wir noch ein bisschen was plündern. Auch nicht schlecht. Zwar nicht viel, aber wenig. So, Zinken. Das war's mit dir. Das können wir dann wahrscheinlich verkaufen. Die Verbände kriegt nochmal Faeris. Wie üblich. Das Zeug können wir dann auch lassen. Ist hier noch was Tolles drin. Diamantstaub und Stahl nehme ich mit. Das können wir eigentlich direkt schon mal an Fulgrim weitergeben. Zack, den Stahl kannst du noch haben. Und dann geht's wieder zurück. Mau. Guck mal, da drin sind Hühner. Kannst dich da mal bedienen. So, dann. Jetzt mal Ärger, Kollege. So. Nett war das ja nicht von dir, aber wahrscheinlich müssen wir halt damit jetzt mitleben. Falsch, nee, ich wollte eigentlich geradeaus weiterlaufen. So, versuchen wir es gerade nochmal. Falsch Taste erwischt. Hast du Zinkenberwin meine Nachricht überbracht? Ja, statt der Beute holt dein Freund seine Waffe hervor. Nun weiß ich, dass du dich deiner Haut erwehren kannst. Das hätte ich dir auch so sagen können. Gibst du mir nun deine Stimme? Meine Stimme? Sehe ich aus wie Arella, die Flussnixe? Siehst du Muscheln an meiner Brust oder einen Fischschwanz? was? Nein, aber... Jetzt hör gut zu. Wenn du deine Freundin wiedersehen willst...
dann tust du genau, was ich dir sage. Noch eine Aufgabe, bevor ich zu Donnerfaust kann? Nein, doch Donnerfaust ist zu stur, um dir zu verraten, wo du den Rotschopf finden kannst. Ich aber kann dir helfen, wenn du mir hilfst. Du willst den Anführer hintergehen? Mehr als das. Ich will Anführer sein. Und du wirst Donnerfaust für mich töten. Töten? Das war das reine Alvarans-Kommando. Es gibt genug Leute, die bereits auf meine Machtergreifung vorbereitet sind. Sobald du losschlägst, werden sie dich im Kampf unterstützen. Solltest du dich jedoch dazu entscheiden, mit jemandem über meine Pläne zu sprechen, wirst du nach dem Schreien deiner Freunde nur noch Golgaris schwingen hören. Verstehe. Dann gibt es nur eine richtige Antwort für dich. Tust du es? Ja, welcher von euch Schurken wird das sagen, ist mir gleich. Weil ich suche nach Mora, ist wichtiger. Wer nimmt, der bekommt. Geh den östlichen Waldweg zum Tor entlang. Ich sag den Wachen, sie können dich zur Höhle vorlassen. Über Mora sprechen wir, wenn ich Anführer bin. Eilef mag gut kämpfen können. Nicht denke ich. Aber von Stolz und Versprechungen kann sich keiner von euch was zu essen kaufen. Ich sollte den Geist weiß, dass du kein Feigling bist. So, der geheime Hafen geht zum Tor. So, wie kann er sich sicher, dass ich es wirklich tue? Ja, wahrscheinlich hat er genug Leute da. Ja, mir reicht's. Eilefs Kampfkünste werden wir auf die Probe stellen. Mal gucken, was wir da dann noch anlegen können. Wir haben jetzt auch wieder ein paar Punkte, ne? Ja. Okay, das haben wir hier wirklich erstmal ausgemaxt. Zumindest vorerst. Ich denke, ich habe etwas verdient. Ich sollte den geistigen... Wartet mal! Ich habe es gehört! Ich habe alles gehört! Mal ganz ruhig und von vorne. Er will euch zwingen, Donnerfaust zu töten? Das dürft ihr nicht tun. Ich fühle mich so schlecht. Warum fühlst du dich deswegen schlecht? Weil ich ihm auch noch geholfen habe. Aber ich wusste das nicht. Ich will nicht, dass sie sich alle gegenseitig umbringen. Aber dir ist schon klar, dass einer der Rivalen unterliegen muss, nicht wahr? Ja. Auch nicht mit einem Mörder das Lager teilen. Was, wenn er euch auch noch töten lässt? Ich könnte das nicht ertragen. Der kluge Mann bedenkt stets all seine Möglichkeiten. Nun komm, Liebes. Ein Wingfexens sollte nicht Effort im Gesicht tragen, sondern funkeln wie ein Stern. Du hast mit diesem... Donnerfaust hinterrücks ermorden? Das schmeckt mir auch nicht. Weder sind wir bezahlte Mörder, noch lassen wir uns zum Mord zwingen. Wir werden unsere Handlungen gut überlegen. Was heißt das jetzt? Ich möchte mich zu meinen Plänen lieben noch nicht äußern, aber ich danke dir für deine Offenheit, Leti. Ja, das verstehe ich. Mögen die Zwölfe euch beistehen. Oh, was habe ich getan? Na gut, das heißt, wir gehen jetzt auch wieder da unten hin. Ich glaube, dafür nehmen wir tatsächlich aber wieder Ardo mit. Kann der auch direkt mal sein neues Gewand benutzen. Weißt du jetzt, warum er mich den Bussard nennt? Nee, oder? Ist klar.
oder? Klar, weil du wie ein Bussard den ganzen Tag auf dem Holzsteg hier rumstehst und alles beobachtest. Genau, ja. Es gibt nichts, was ich nicht weiß. Wenn doch. Was ist? So, verstehe. Mach mal Pause. Du komm was mal gibt mit. Es denn? Zack, dann. Mhm. Dischön. Wir hatten, glaube ich, irgendwann noch Beinschienen gehabt, oder? Ja. Achso, Fulcrum, glaube ich. Was? Hast du Beinschienen? Du hast auch schon Beinschienen, okay. Gut. Ach, wir können auch die. Mensch. Mach ich. Packen wir die persönlichen Gegenstände hier nochmal. Oh, wir haben sogar noch einen Glücksbringer. Nee, haben wir nicht drin. Ah, guck mal, da hätten wir noch Stahl, Salbenfett, Giftzahn. Da wären noch Edelsteine drin. Und noch ein bisschen Wolfsrattenschwanz, aber den brauchen wir jetzt ja auch nicht mehr. Nadore-Dinger, ja. Du hast noch irgendwas Persönliches, oder? Hm. Ja? Genau, das kann weg. Ja? Cool. Genau, du hast das Solo-Abenteuer. Auch gleich mal da eine extra Folge zu. Oder zumindest am Anfang irgendeiner Folge. Cool. Na, dann werdet ihr soweit fertig. Dann geht's doch mal auf. Hamburg, vielleicht hören wir aber, oder? Ja. Schnellreisepunkte, Schnellreisepunkte. Wenn ich euch so sehe, Kapitän, erscheint ihr mir verändert. Seid ihr etwa krank? Ihr solltet nicht andauernd in der Kälte stehen. Wenn ich dich so sehe, bräuchtest du den Ring nötiger als ich, du alte Schachtel. Boy, wo habe ich ihn nur zuletzt gesehen? Habt ihr etwas gesagt? Ihr seid schon ganz heiser. Ich glaube, das war's dann mit den Schmeicheleien. Weil der Ring halt echt was für Kuano gewesen wäre. Man kann nicht alles haben. Hm, wir sind aber noch richtig, oder? Ja. Ein hohler Baumstumpf. Lass die Wildschweine mal Wildschweine sein. Oh, wir müssen, glaube ich, hier durch. Oder? Da können wir nicht hoch. Hier geht's aber hoch. Wir müssen doch, glaube ich, einmal rum. Genau, das sieht gut aus. Und dann hier den Weg entlang. Ha! Oder Baumstumpf, der nächste. Du.
Also ein Vetter von mir, der hat mir eine total merkwürdige Geschichte erzählt. Also der Bruder, dessen Schwester, der ist nämlich Fuhrmann. Also er ist Fuhrmann und fuhr da so zwischen Sverdok und Gareth die Strecke. Da steht ein altes Mütterchen am Wegesrand und winkt ihn zum Anhalten. Und weil es gar jämmerlich geregnet hat, da hat er Mitleid und will die Mutter mitnehmen. Die gibt ihm ihren schweren Sack hoch auf die Ladefläche und will zu ihm auf den Kutschbock steigen. Doch bevor die zu ihm auf den Bock steigen kann, da fällt ihm auf, dass die Bartstoppeln hat, wie ein Mann. Also der Bruder der Schwester meines Vetters, der bekommt ein ungutes Gefühl. Er lässt den Wagen schnell anfahren und die Gäule ordentlich laufen. Später dann schaut er in den Sack und was ist drin? Diebesbeut und ein ganzes Arsenal mit Waffen. Aha. Und was ist die Moral der Geschichte? Na, ist doch klar. Wenn man unterwegs ist, soll man einfach keine Anhalter mitnehmen. Hinter der harmlosesten alten Schachtel kann ein übler Halunke stecken. Wieso erzählst du sowas? Wir sind doch selbst die Halunken. Stimmt. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Aber bei Schiffen gibt es auch eher selten Anhalter. Naja, was soll's. Willst du die Geschichte nochmal hören? Ja, ich weiß ja nicht. Na gut, dann bedanke ich mich aber auf jeden Fall mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.